zitiere jetzt mal aus dem Eulenspiegel. Da heißt es hier in einem speziellen Artikel: Die Geschichte der DDR-Indianer ist reich an Missverständnissen. Am 1. Mai 1956 zogen die ersten in Radebeul an der Tribüne vorbei. Das löste in der ersten Reihe Befremden aus. Auch unsere roten Brüder hatten es am Anfang nicht leicht. Inzwischen hat sich das Bild verändert. Heute gibt es beim Kulturbund organisiert rund 50 Clubs. Fast alle Häuptlinge sind unserer Einladung gefolgt unter dem Motto: Wenn schon, denn schon. Sie alle wollen dabei sein, wenn wir heute den größten Indianerclub der DDR küren. Ja, prächtig. Sie haben so irgendwie indianische Züge. Ja. Danke.
Ja, auch das. Das sieht sehr gut aus. Heute ein bisschen warm hier, oder? Ja, ein bisschen warm. Ich weiß, läuft. Und das sind jetzt irgendwelche Trophäen, oder? Ja, das sind Geschenke. Geschenke. Trophäen kommen hier schon. Beschenkt man sich untereinander. Oh Gott, ich komme gar nicht durch. Das wird ja. Weißt du was, Sie sind sehr gut genährt, oder, Indianer? Ja? Ich bin Tischler von Beruf. Ja, das ist. Tischler? Ja. Das ist also wichtiger als Indianer. Da bei Tischler, da kommt ja ein bisschen was ran. Ja. Ne? Ja. So, was? Lacke wieder schief? Der wird schief, ja. Ja. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Chief und Indianer? Der Chief ist praktisch wie bei der Kommandeur oder eben, ne, der Chef. Ja, jetzt sag mich, mit ihm gab es schon Werbevorspann hier, ganz kurz Name und woher, das will ich wissen. Ah, Peter aus Görlitz. Aus Görlitz, ja. Das ist also, hier sagen Sie selber, dass das ganz selten ist. Ja, wir vertreten die ehemalige russische Kolonie, die Tlingit-Indianer in Alaska. Ja, kommt Indianer. Ja, natürlich, natürlich. Und die Russen waren da die Kolonialmacht. Aha. Und wir sind die einzige Gruppe, die sich damit beschäftigt. Wir haben das in Pasewalk. Ja. Haben unsere Mitglieder aus der ganzen Republik, aus Halle, aus Senftenberg. Mhm. Aber dort ist unsere Zentrale. Das ist wieder die Stelle im Programm, wo viele Zuschauer sagen, da hat er sich so viele eingeladen. Aber das ist auch sicherlich ein ganz bedeutender Punkt im Indianerleben hier in unserem Land. Man zankt sich auch manchmal ein bisschen, nicht? Ja, das gibt es auch. Das gibt es auch. Und heute alle mal so friedlich vereint, ist doch eine gute Sache. Ja, das ist eine gute Sache. Man kann sich wieder einigen. Ja, Sie schreibt sogar eine Diplomarbeit über die Indianistikbewegung hier in der DDR. Ja. Können Sie sich das erklären, warum es hier manchmal so Streit gibt? Woran liegt das? Dass Sie sich wirklich untereinander bekriegen? Na, bekriegen nicht. Nee, aber. So weit geht unsere Traditionspflege nicht. Wir nehmen auch keine Skalpe. Mhm. Aber das ist wie in jeder Freizeitbeschäftigung, da hat so jeder seine Meinung. Und bei uns ist der Vorteil, wir streiten so lange, bis wir wissen, was wir voneinander zu halten haben. Das ist überhaupt sehr wichtig. Nicht nur bei den Indianern. Vorhin sind Sie barfuß gegangen die ganze Zeit. Jetzt haben Sie hier plötzlich, das macht man so, nur bei besonderen Anlässen? Ja, das sind meine Festschuhe. Normalerweise Festschuhe. Kann ich als Hobby jederzeit auch barfuß gehen. In Arizona, der Stadt meiner Hobbys ist sehr warm. Was für Befugnis hat von heute? Wird er eingesetzt oder wie wird er wieder gewählt? Und bei uns oder bei den Indianern? Bei den Indianern. Bei den Indianern. Ja. Kommen alle sehr gut vorbereitet hier zur Veranstaltung. Dann schon, ne? Ja, wie ist das bei den Damen? Naja, das ist von Stand zu Stand verschieden, nicht? Also da gab es große Streitereien, es gab große Kriege, bedingt auch dadurch, dass das Territorium durch die Besiedlung durch Europäer sehr stark eingegrenzt war, die Stämme zusammengetrieben wurden. Ja. Und da gab es dann halt auch Reibereien. Und ja. Wer wäre es denn Häuptling geworden? Tja, Häuptling wurde entweder gewählt, in einigen wenigen Städten gab es auch erbliches Häuptlingstum. Ja, so war das. Für Frauen ist es normal, dass die auch Häuptling sind, ja? Ja, es gab viele Stämme, die noch im Matriarchat lebten. Da waren also weibliche Häuptlinge, sagen wir. Es gibt auch verschiedene Bezeichnungen in der Völkerkunde für auf jeden Fall auch Leitungskarte. So, jetzt rase ich hier durch und jeder sagt so bloß mal den Stamm. Seneca. Und wo ihn zu finden? In welcher Gegend? In der Gegend, beiderseits ist es ein Platz an Lorensprungs. Ich meine hier in der DDR. Ach so, hier in der DDR. Kommen wir aus Potsdam, aus Leuna. Ja. Wir? Ebenfalls Morok. Aha, aus Leipzig. Ebenfalls Morok aus Brandenburg. Mhm. Cheyenne aus Dresden, von Leipzig. Cheyenne? Ja. Aha, hier? Cheyenne aus Sebnitz. Aus Sebnitz? Aus Sebnitz. Aus Sebnitz. Bei Datzer aus Leipzig. Ah, sehr gut. Da muss man aber so gebaut sein, um sich so zeigen zu können. Hier noch? Ich komme aus Oldenhaar und wir beschäftigen uns mit den Krähen-Indianern. Krähen-Indianern. Honka aus Greifswald. Ah. Herr Köder aus Sonnewitz. Mhm. Und wir? Der Köder aus Stettenberg bei Erfurt. Ah. Das? Hat schon ein bisschen Feuerwasser getrunken hier. Herr Patschen aus Schmalkalden. Ja? Und? Cheyenne aus Bad Bus. Gut, jetzt haben wir es alle durch. Meine weiße Schwester Sabine Herrmann. Ja. Das muss man ja machen, wenn so eine Sendung Mensch heißt. Da muss man sie alle einladen. Meine weiße Schwester Sabine Herrmann hat sich die große Mühe gemacht und hat nun mal nachgezählt, welches denn der größte Stamm ist. Es war eine furchtbare Arbeit, aber ich glaube, Sie haben es geschafft. Bitte sehr, hier ist das Ergebnis. Ja, also. In der Indianersprache macht man nicht viel Worte. Alle Häupter sind gezählt, die Entscheidung ist knapp. Meißen mit 51 auf Platz 3, Triptis mit 52 auf Platz 2, Sieger mit 53 und damit Rekordhalter
Old Manitou aus Radebeul. Ich begrüße nun hier den Häuptling des Siegerstammes am Riedel und wer genau die Effekte dabei angeschaut hat. Wir drei waren reserviert, Andreas Bautmann, Sie und ich, und das war schon eine kleine Voranzeige, worum es geht nun bei welchen Menschen heute. Erst einmal herzlichen Glückwunsch und es gibt ja noch weitere Superlative aus Ihrem Veganer-Club dazu berichten. Erst einmal sind Sie auch der Älteste im Lande, ja? Wie lange gibt es denn schon? Die älteste Gruppe sind wir. Wir sind gegründet 1956 im April, aber unsere Wurzeln liegen schon im alten Deutschland. Mhm.